Ein mammutartiges Spektakel kommt in die Münchner Olympiahalle. Hier Bilder vom Deutschland-Tour-Auftakt in Berlin. Ice Age Live. Peaches wird von den gierigen Vögeln entführt. Das kleine Mammutbaby soll als Schnitzel auf dem Grill landen. Nun kommen Faultier Sid, Säbelzahntiger Diego und alle ihre Freunde auf den Plan. Gemeinsam wollen sie Peaches aus den Klauen der Vögel befreien. Und hier ist die deutsche Stimme von Sid. Kein geringerer als Otto Walkes spricht die Parts des tollpatschigen Faultiers. Der Sid hat einen sehr guten Charakter, hat einen naiven Charme, er ist spontan, er hat diesen wunderbaren stromlinienförmigen Körper, den birnenförmigen Körper, so genau wie ich. Und wir passen einfach zusammen, verschmelzen auch zusammen. Gell, ja, finde ich auch. Hier ist Sid. Und wir waren gerade in der Ice Age Live Show und wir schicken viele Grüße nach München rüber. Manni, Diego, kommt doch mal, wir schicken die Grüße rüber. Oh, komm schon, Manni, du hast vier Beine, das wird ein Kinderspiel. Natürlich haben die Helden jede Menge Abenteuer zu bestehen bis zum Happy End. Ice Age Live ist eine Mischung aus den Originalfilmen und aktuellen Show-Elementen. Aber auch sportliches Eislaufen und quirlige Stunts kommen nicht zu kurz. Also erstens, das ist was für Kinder und für Leute in meinem Alter. Das ist schon mal eine gute Mischung. Zweitens war es eine schöne Musik, es war sehr schöner Eistanz. Es war auch schöne Artistik, muss ich sagen. Auch schönes Ballett, kann man fast sagen, also schöner Tanz. Nein, ein wirklich gutes Programm. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich kannte den Film nicht, aber meine Tochter hat mich überzeugt und sie hatte recht. Ich fand das sehr schön. Vor allen Dingen fand ich es ganz, ganz toll, dass die Figuren wirklich aussahen wie in der Zeichentrickanimation. Und die Stimmen und alles und die Geschichte, also es war wahnsinnig unterhaltsam. Was sich bewegt, wird zerlegt. Ich bin beeindruckt. So viel Unterhaltung, so viel Entertainment, so viel Fantasie und diese ganzen Figuren. Also ich bin echt verzaubert worden und in mir kam wieder das kleine Mädchen hoch. Gerade zur Weihnachtszeit, wenn man so eine tolle Show sich anschaut. Ja, das ist so eine Zeremonie, da freut sich wirklich einfach jedes Kind. Hier waren mehr Kinder als Erwachsene heute, glaube ich. Also ich finde es sensationell, weil man kennt die Filme natürlich vom Kino bzw. vom Film Ice Age. Und es ist schön, das alles live zu erleben und mitzumachen. Das ist cool. Mammut Baby Peaches landet, wie sollte es auch anders sein, dann doch nicht auf dem Grill der Vögel. Dafür wird der Heimweg der Helden umso beschwerlicher. Insgesamt 9-mal wird Ice Age Live im Februar in der Münchner Olympiahalle gespielt. Also ich finde es toll, vor allem wie es gemacht worden ist. Es ist natürlich für Kinder, aber auch für Eltern, Großeltern vor allem auch wichtig. Und wie das technisch alles gelöst worden ist, dann sind einige sehr schöne Eislaufszenen dabei, sind aber auch künstlerische Sachen mit dabei. Also ich finde es eine sehr gelungene und bunte Mischung, ist mal was ganz anderes. Wir wollen ja gerade auch mal ganz junges Publikum zu uns locken, das ist auch wichtig. Und auch die Großeltern, wie gesagt, sind uns herzlich willkommen. Also ich denke, dass das mal ein Neuanfang ist, sich auch Eislaufpublikum zu holen, auch für die Zukunft. Das ist also, denke ich mal, auch eine Geschichte, die wir über langfristig für die Zukunft so sehen müssen. Feuer, 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 König, Feuer, 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 König, Feuer, 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 König. Produziert hat Stage Entertainment. Das Unternehmen, das normalerweise Holiday on Ice auf Tour schickt. Ja, für München macht es mal ein Jahr Pause, aber dann im nächsten Jahr kommt Holiday on Ice wieder mit der Show Platinum, welche jetzt gerade in anderen Städten in Deutschland unterwegs ist. Und da können die Leute sich auch wirklich schon drauf freuen, weil Norbert Schramm ist Gaststar und das ist wieder ganz toll, ihn mal auf der Bühne zu sehen. In diesem Winter kommt Ice Age Live vom 6. bis 9. Februar in der Olympiahalle.